Das Begräbnis hat angefangen. Der Priester, der fängt mit seiner Rede an. Und fängt über das schöne Rede, was das Mann alle erlebt hat. Das Mann, was ich da sage, das Mann, dass wir ein Göder Christ, dass wir ein verantwortlicher Familienvater, dass wir so ein Göder Paar, dass wir ein Göder Ehemann. Als das Priester dann wieder sich dort verteilt, weil Gott alle gewusst wird, was er für Göder getan hat, dann sagt der Frühe dem Jungen, gut auch mal du, Tschetje, wer dort du erst an dem Grab. Der Junge, der mal Tschetje gönnt, wenn es die Tante sagt, dort, was der alle sagt, der Mann kann mich nicht, hast du wirklich, aus dort wirklich den Pass, was du an dem Sohn hast. Wenn es der hat einen anderen Mann kann erlebt. All dort, was der Priester da drinnen sieht, dort wird nicht mehr die Wirklichkeit. Wird trürig. Wird trürig, wenn Menschen, was eine Person erlebt haben, also im Begräbnis sage ich immer nicht schlechte Dinge, da wird einmal all das Geld fährgeholt. Und bei uns hier ist das wirklich wichtig, all das Geld. Aber bei anderen wird das ganze Gegenteil. Diese Früh und diesen Jungen hat einen ganz anderen Mensch erlebt, als von dort, was der Priester da redet. Also als eine Geld geredet wird oder schlecht geredet wird, wenn der Mensch da ist, am Sorge ist, das bringt für den Deutschen nichts wieder, bloß für den anderen zum Trost. Aber diese Früh und diesen Mann, dieser Junge, der hat niemals erlebt, dass er ein leibender Paar wie ein leibender Ehemann. Wenn es bei dieser wird erst, was du da an dem Sorge bist, als du nun Ehemann oder Ehefrau bist oder jung oder was, die Familie, was du was dran trüre, was wollte er sagen? Ja, das wird schein mit dem. So trürig, dass er gestorben ist. Er sagt, die sich dort, was er sagt, von der Scheine aller, dort habe ich das niemals erlebt. Manche sind dann öffentlich, sei ja Fan und alles, einmal Geld benehmen, aber das in ganz anderes Leben. Die Bibel sagt uns in Matthäus, die sagt uns da ganz klar, wie soll er dort so erleben, dort wie soll er Frucht vom Geist dönen, wie soll er Frucht von unserer Veränderung klar wiesen. Und Gott hat uns dort berufen, dass wir eine Frucht wiesen, die wirklich in diesem Leben ist. Dein Geld benehmen wird nicht dann anfangen, wenn du gestorben bist, sondern in diesem Leben, in der Familie, der wird euch erleiden, wenn Menschen nicht wirklich eine Änderung. Das gibt keine Menschen, die können sagen, scheinen in der Kirche, aber das gibt keine Lebensänderungen. Wer ist denn in deinem Leben? Und wenn das nicht so ist, ist ein schöner Moment, von dem du frisch anfangen, und dass die anderen Menschen sagen, all das, was du sagst, wäre. Dort stimmt Krieg so. Wenn es dort habe ich erlebt, dass wir wirklich ein Mensch, der kämpft, wieder in der versuchten Bastard zu dünnen. Seht ihr in deinem Leben so, dass die wirklich mit dort, was du erlebst, was du sagst, übereinstimmen? Oder ist das ein Unterschied? Bei Gott, dass die dir wieder helfen wird. In der Bastard dort zu dünnen, ist einfach alles vom ganzen Horten zu dünnen, dass man diese Frucht von den Weizel kann sein und sagen, das ist eine Seite Apfelsin, das ist eine Seite Grapefruit, das wird schön mit dem Typ sein. Du hast wirklich was hängen. Mach Gott die wieder daran sehen.